Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Rasen der Gemeinde oder der Stadt und denkt sich, Mei, wenn ich im Gemeinderat bin, dann werde ich das beantragen und kann man das durchsetzen und umsetzen, wenn nur eine Mehrheit da ist. Und oftmals erhält man aber Überraschung, wenn das Landratsamt dann eingreift und sagt, tut mir leid, das geht nicht. Das ist auch das Hauptanliegen, das ich heute vorstellen möchte. Wann geht Tempo 30 und wann geht Tempo 30 nur unter bestimmten Bedingungen oder wann geht es unter Umständen nicht? Natürlich kann man das einfach mal beantragen und sich vom Landratsamt dann erklären lassen, ist nur ein bisschen umständlich und unangenehm. Schlauer ist es natürlich, wenn man vorher so ungefähr weiß, auf was man sich einlässt und ob das wahrscheinlich von Erfolg gekrönt sein wird oder nicht. Deswegen die nachfolgende Präsentation, die ich heute mitgebracht und vorgestellt habe, zusammengestellt habe. Und ich möchte heute ein bisschen mehr Klarheit schaffen, hoffe, dass es für Sie und für euch nützlich ist, um zu verstehen, wie sind die Regelungen in Deutschland und in Bayern, wo kann man Tempo 30 in der eigenen Stadt oder in der eigenen Kommune ermöglichen und wo geht es nicht oder wo geht es nur unter bestimmten Voraussetzungen. Fangen wir an. Als erstes möchte ich kurz darstellen, warum Tempo 30 sinnvoll ist. Da will ich aber gar nicht zu sehr ins Detail gehen, denn ich denke, die allermeisten von Ihnen und von euch sind davon überzeugt, dass Tempo 30 sinnvoll ist, sonst wären Sie nicht hier. Deswegen nur ein kurzer Überblick, um uns argumentativ etwas zu rüsten und argumentativ zu rüsten und im Blick zu haben, warum Tempo 30 insgesamt sinnvoll ist. Zum einen bietet Tempo 30 innerorts mehr Sicherheit im Straßenverkehr, einfach aufgrund der niedriger gefahrenen Geschwindigkeiten. Es bietet einen verbesserten Lärmschutz, weil langsam fahrende Fahrzeuge leiser sind. Senkt die Schadstoffbelastung in der Luft und es verschafft uns insgesamt mehr Lebensqualität innerorts. Es ist außerdem eine Förderung des Fuß- und Radverkehrs und damit auch ein Beitrag zur Verkehrswende weg vom motorisierten Individualverkehr und hin zum ÖPNV und eben zum besonders klimaschonenden, besonders flächensparenden, besonders kostengünstigen Fuß- und Radverkehr. Gleichzeitig ist es eine Maßnahme, die Automobilität nicht übermäßig stark einschränkt, sondern nur etwas verlangsamt, unter Umständen sogar den Verkehrsfluss verbessert, wenn nämlich eine gleichmäßigere Geschwindigkeit erzielt wird und damit sogar der Verkehrsdurchsatz einer Straße erhöht werden kann unter gewissen Umständen. Auf die ersten Aspekte möchte ich noch mal ganz kurz schlaglichtartig ein bisschen genauer eingehen zum Thema Sicherheit. Warum ist Tempo 30 sicherer als Tempo 50? Naja, es liegt auf der Hand, weil der Bremsweg kürzer ist. Wir haben bei Tempo 30 einen Bremsweg von circa 13 Meter. Das heißt, gut die Hälfte ist Reaktionszeit, die berühmte eine Sekunde, bis der menschliche Organismus auf eine bestimmte Situation reagiert und dann das tatsächliche Anhalten des Fahrzeugs von Tempo 30 auf 0, 13 Meter. Und bei Tempo 50 haben wir eben den doppelten Anhalteweg, nämlich, Sie sehen es hier, ihr seht es hier, 14 Meter Reaktionszeit und noch einmal 14 Meter Bremsweg. Und das kann einen erheblichen Unterschied machen. Das kann Leben retten, wenn beispielsweise die Situation, die Horrorsituation für jede Autofahrerin und jeden Autofahrer, man fährt durch ein Siedlungsgebiet und der Ball springt vors Auto und ein Kind hinterher. Thema Lärmschutz. Es wird oft gesagt, Tempo 30 macht keinen großen Unterschied. Das wird auch teilweise von Amts wegen oft begründet, auch von der Polizei manchmal hört man das und sagt, das senkt nicht viel. Naja, wahnsinnig viel senkt es nicht, das stimmt. Es kommt da ein bisschen darauf an, natürlich, in welchem Gang gefahren wird. Aber entscheidend ist das Mittel. Und Fakt ist, das sagt auch das Umweltbundesamt, ich habe die Quelle hier unten hinkopiert, wer das im Nachgang genauer anschauen will, der kann sich das dann aufrufen und genauer durchlesen. Wir haben bei Tempo 30 durchschnittliche, in der Mittelung, durchschnittliche Absenkung von 1 bis 4 dBA. Das ist durchaus eine relevante Menge, vor allem an Straßen, bei denen wir nahe den Grenzwerten sind. Und beim Thema Lebensqualität innerorts geht es meines Erachtens um die Frage, die hier anhand dieser Karikatur, finde ich, ganz plastisch vor Augen geführt wird. Es geht um die Frage, wie wollen wir leben? Wie soll der öffentliche Raum vor unserer Haustür, vor unserem Gartenzaun ausschauen? Wollen wir Städte und Orte und Dörfer, die eher dem Leitbild der autogerechten Stadt verfolgen, so wie unser öffentlicher Raum jahrzehntelang hergerichtet, mancherorts zugerichtet worden ist?
dass der öffentliche Raum im Wesentlichen für den sogenannten ruhenden und den fließenden Verkehr zur Verfügung steht, mit möglichst zügiger Durchfahrtsmöglichkeit für die Autofahrenden? Oder wollen wir einen öffentlichen Raum, der sicher ist, der angenehm ist, der schön ist, der Aufenthaltsqualität bietet, der für Geschäfte Entfaltungsmöglichkeiten bietet, für die Gastronomie draußen, für Kinder sichere Bewegungsmöglichkeiten, sichere Schulwege bietet, für Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit bietet, das allernächste Wohnumfeld draußen zu nutzen. Das ist so grundsätzlich die Grundsatzentscheidung, die wir haben. Und da ist unsere Position als Grüne natürlich klar. Wir sind für Verkehrsberuhigung, wir sind für Lebensqualität vor Ort. Und da ist Tempo 30 einer von sehr vielen verschiedenen Bausteinen, die man hier betätigen kann und die man benutzen kann. Und ein letzter Aspekt zum Thema Schadstoffe. Tempo 30 reduziert tatsächlich die Luftschadstoffbelastung. Da war ein Störgeräusch. Wir haben wieder alle auf stumm geschaltet. Tempo 30 reduziert die Luftschadstoffbelastung. Ja. Wenn es gelingt, die Qualität des Verkehrsflusses beizubehalten oder zu verbessern. So sagt es das Umweltbundesamt, sprich wenn der Verkehr gleichmäßiger und stetiger fließt, und dazu kann Tempo 30 einen großen Beitrag leisten. Die Details trage ich jetzt hier nicht vor. Wer das genauer sehen will, findet es unter dem hier angezeigten Link. So, jetzt kommen wir ins Eingemachte langsam. Wer ist denn jetzt hier zuständig für das Tempo 30? Wie kommt man dem näher? Zuständig ist die jeweilige Straßenverkehrsbehörde. So, jetzt beginnt es kompliziert zu werden. Die allererste Frage, wenn bei uns im Büro jemand von euch kommt, einige von euch, ich habe mir die Teilnehmerliste natürlich durchgeschaut, mit denen war ich ja schon in Kontakt, einige haben die Erfahrung schon gemacht, wenn bei uns jemand anfragt und sagt, ich will Tempo 30, wohin muss ich mich wenden, fragen wir als allererstes immer dieselbe Frage, was für eine Straße ist es? Also ist es eine Gemeindestraße, Wohnstraße, Nebenstraße sozusagen, oder ist es eine Hauptstraße, also eine Kreisstraße, eine Staatsstraße, eine Bundesstraße? Das macht nämlich den Unterschied. Zum einen, was man rechtlich machen kann und zum anderen auch, wer zuständig ist. Bei den Gemeindestraßen, da hat man es relativ leicht beim Tempo 30, das kommt gleich im Detail, da ist die Gemeinde zuständig und das Landratsamt macht nur eine Fachaufsicht. Bei den Kreis-, Staats- und Bundesstraßen, und das sind blöderweise halt in der Regel die, wo viel gefahren wird, wo viel Verkehr ist, wo viel Lärm ist, wo normalerweise schnell gefahren wird, wo Tempo 50 ist, da ist nicht die Gemeinde zuständig oder die Stadt, sondern das Landratsamt. Ist dort die Straßenverkehrsbehörde. Die Gemeinde hat aber für alle diese Straßen das Antragsrecht. Wenn sie da irgendwas will oder irgendwas braucht, kann sie auch bei den übergeordneten Straßen sich ans Landratsamt wenden und Tempo 30 beantragen. Das heißt, Anlaufstelle ist immer eure Gemeinde. Auch für einen Antrag als Kommunalpolitikerin oder Kommunalpolitiker entschieden wird es dann entsprechend auf der richtigen Ebene. So, und jetzt kommen wir zum Kern des Problems. Wie geht es jetzt mit dem Tempo 30? Kern des Problems ist, dass wir Tempo 30 in den allermeisten Fällen dort haben wollen, wo es am schwierigsten geht oder gar unzulässig ist, nämlich an den Hauptstraßen. Weil in irgendeiner kleinen Einliegerstichstraße, da stellt sich das Problem nicht so oft, auch, aber nicht so oft. Meistens, zumindest wenn ich die Fragen zähle, die uns erreichen, geht es um die Durchgangsstraßen und die Hauptstraßen. Und da ist das nicht so einfach, weil ein Tempolimit, also Tempo 30, eine zulässige Höchstgeschwindigkeit, kann von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde an den Hauptstraßen nicht einfach frei gewählt werden. Die können nicht einfach sagen, ja, die Gemeinde argumentiert, die will das unbedingt, dann machen wir das halt. Der Bürgermeister ist nett, dann geben wir ihm das halt. Das geht nicht, sondern die Rechtsgrundlage ist die Straßenverkehrsordnung. Und in der Straßenverkehrsordnung steht, dass das Tempo innerorts Tempo 50 ist. Und davon kann nur unter bestimmten Voraussetzungen abgewichen werden, nämlich wenn Gründe vorliegen. Und die Gründe sind die Unfallhäufung oder überschrittene Lärmgrenzwerte. Das gilt für die Hauptstraßen, wie gesagt, für die allermeisten Fälle. Wir Grüne wollen das anders. Wir wollen Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerorts, genauso wie auch viele Umweltverbände und Verkehrsverbände fordern das, schon seit Jahrzehnten. Aber wir haben es halt noch nicht durchsetzen können. Bekanntlich regieren wir ja nicht. Wir wollen regieren im Bund. Heuer ist Bundestagswahl.
Das ist ein Bundesthema, die Straßenverkehrsordnung menschenfreundlicher zu gestalten und weniger auf einen schnell fließenden Autoverkehr auszurichten. Und das kann man sehr gut, dieses Bundesthema und das Vorhaben einer StVO-Reform, das wir Grüne mit in den Wahlkampf tragen werden, kann man sehr gut eben auch mit lokalen Aktionen heuer vor Ort spielen. Das ist also gerade dieses Jahr sehr gut dafür geeignet. Wir wollen das ändern. Wir wollen, dass die Kommunen mehr Mitsprachemöglichkeit grundsätzlich haben bei der Ausgestaltung des Straßenraums und des öffentlichen Raums. Und wir wollen insbesondere, dass Tempo 30 innerorts die Regelgeschwindigkeit wird. Jetzt aber ist das noch nicht so. Deswegen schauen wir uns jetzt ganz genau an, welche Handlungsmöglichkeiten haben wir als Kommunalpolitikerinnen oder Kommunalpolitiker unter den heute bestehenden Regelwerken, unter der heute bestehenden Straßenverkehrsordnung Tempo 30 einzuführen. Und da gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, drei verschiedene Kategorien sozusagen, die man sauber voneinander trennen muss, wenn man sich eben nicht vom Landratsamt belehren lassen will, dass das, was man so nicht sich überlegt hat, überhaupt gar nicht zulässig ist. Drei Möglichkeiten. Die erste ist, wenn es sich um Gemeindestraßen handelt. Also Straßen, für die die Gemeinde zuständig ist, das sind in der Regel Wohnstraßen, Nebenstraßen, Anliegerstraßen, wie auch immer man die benennen will. Das ist der überwältigende Teil des Straßennetzes. Dort ist die Gemeinde relativ frei und kann Tempo 30 Schilder aufstellen, streckenbezogen oder vor allem, was das Normale ist, Tempo 30 Zonen. Und es ist nicht selten, eine Tempo 30 Zone auszuweisen. Ich weiß, dass da in vielen, vielen Kommunen in Bayern langjährige Kämpfe schon toben zwischen Befürwortern und Gegnern, teilweise inbrünstig. Falls das bei euch der Fall ist, ich kann euch sagen, es gibt auch sehr viele Kommunen, in denen ist das längst umgesetzt. Ich selber habe das Glück, ich wohne in so einer Gemeinde in Oberschleißheim, seit es Tempo 30 Zonen in der Straßenverkehrsordnung gibt und das sind mehrere Jahrzehnte, haben wir das. Wenn ich hier beim Fenster nachschaue, ist es finster, aber wenn Tag wäre, könnte ich es gescheit erkennen, steht ein Tempo 30 Schild, weil ich hier an der Abzweigung von der Bundesstraße in eine gemeindliche Nebenstraße wohne. Und mit dem Abbiegen beginnt die Tempo 30 Zone, das haben wir flächendeckend im gesamten Ort. Außer natürlich an den Hauptstraßen. Da hat die Gemeinde also freie Hand und da langt in der Regel, ein paar Ausnahmen gibt es und ein paar Sonderfälle, aber in der Regel hat die Gemeinde relativ freie Hand und kann das anordnen als zuständige Straßenverkehrsbehörde. Da reicht euch im Wesentlichen ein Gemeinderatsbeschluss. Schauen wir auch gleich noch näher an. Der zweite Fall ist eben, wenn es keine Nebenstraße ist, sondern eine Hauptstraße. Und an Hauptstraßen kennen wir vier verschiedene. Das eine ist eine Kreisstraße, das andere eine Stadtstraße und das dritte Bundesstraße. Und das vierte ist vielleicht eine gemeindliche Straße oder egal wer dafür zuständig ist, aber eine Vorfahrtsstraße. Vorfahrtsstraße heißt dieses Zeichen, das ihr hier seht, also das Vorfahrtszeichen. Wenn es auf der Straße, auf der ihr Tempo 30 gezielt beantragen möchtet, wenn das zutrifft, also Fall 2, ihr habt eine Hauptstraße, um die es geht, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ihr macht ein streckenbezogenes Tempo 30 an sensiblen Stellen, nämlich vor Kindergärten, Kindertagesstätten und so weiter, wenn das gegeben ist. Oder aber, der andere Fall, ihr macht das streckenbezogene Tempo 30, weil Gefahren, besondere Gefahren bestehen oder weil Lärmgrenzwerte überschritten werden. Und dieser Fall 2b, der ist in Bayern sehr selten, in anderen Bundesländern recht häufig. Da zeigt sich die autoorientierte Ausgestaltung so des Alltags, der Praxis in Bayern. Schauen wir uns die drei Fälle genauer an. Das ist jetzt genau das Programm, was ich vertiefend mit euch vorstellen möchte. Und danach können wir dann entsprechende Fragen beantworten. Ich gehe jetzt diese drei der Reihe nach durch. Fall 1. Wir haben ja Gemeindestraße oder vielleicht sogar unsere gesamten Gemeindestraßen im Ort oder zumindest ein zusammenhängendes Gebiet von Gemeindestraßen. Dort kann eine Gemeinde auf ihren Nebenstraßen eben quasi überall mehr oder weniger Tempo 30 ausweisen. Es gibt ein paar Ausnahmen, ein paar Voraussetzungen besser gesagt. Das eine ist, man muss bereit sein, rechts vor links einzuführen. Man kann also, wenn man bislang den Ort durchzogen hat von einem Vorfahrtsstraßennetz, so war das bei uns früher auch, kann ich mich noch erinnern, bevor die Tempo 30-Zone eingeführt worden ist, hier vor meiner Haustür. Die muss man entfernen und ersetzen durch rechts vor links. Was man machen kann, das ist, wenn es die spezielle Kreuzung erfordert, kann man mal ausnahmsweise sozusagen das Zeichen hier aufstellen, Vorfahrt nur an dieser Kreuzung.
Das kann man auch dreimal nacheinander machen, aber man kann nicht ein Vorfahrtszeichen in die Tempo-30-Zone stellen, das geht nicht. Es gibt da nur eine Ausnahme, wenn auf der Straße eine Buslinie verkehrt, aber da kommen wir jetzt wahnsinnig ins Detail, das sei nur am Rande erwähnt. Dann sind in der Tempo-30-Zone in der Regel keine Ampeln zulässig. Das heißt, wenn ihr eine Tempo-30-Zone macht und da steht noch alte Ampel irgendwo rum oder auch eine neue, dann muss die abmontiert oder zumindest abgeschaltet werden. Ausnahmen sind alte Tempo-30-Zonen. Also wenn ihr sagt, das kann ja nicht sein, der Büchler erzählt einen Schmarrn, weil ich kenne doch eine Tempo-30-Zone und da steht eine Ampel, dann ist das wahrscheinlich ein Altfall. Und dann sind in den Tempo-30-Zonen auch keine Radwege zulässig. Das heißt, wenn ihr benutzungspflichtige Radwege habt, also mit Schild Radweg, dann muss das aufgehoben werden, weil in der Tempo 30 in der Regel für die Radfahrenden sicher sind, also so ist die Denke der Straßenverkehrsordnung, und sich frei mitbewegen können auf der Fahrbahn, auf der Straße, auf der normalen. Und es hier keinen Sonderweg braucht. Da gibt es Ausnahmen. Aber ich kenne zum Beispiel meinen Nachbarort Unterschleißheim, da hat man irgendwann in den 80er Jahren, hat man so schmale, so 80 Zentimeter Streifall in den Gehweg hineingemacht und gedacht, das ist der neue Radweg. War damals irgendwie innovativ, hat sich aber dann irgendwann nicht bewährt, hat dann eben Tempo 30 eingeführt und hat dann tatsächlich diese Benutzungspflicht aufgehoben. Und das ist jetzt dort so, man muss deswegen nicht den Asphaltstreifen, den man da reingemacht hat, wieder rausreißen. Das wäre ja sehr kostenintensiv und würde vielleicht Tempo-30-Zonen scheitern lassen. Das muss man nicht machen. Man kann den schon drin lassen. Man kann auch weiterhin schreiben, Fußweg, Fahrrad frei, sodass diejenigen Menschen, die nicht auf der Straße fahren wollen, sondern unbedingt auf diesem schmalen Streifen fahren wollen, weil sie das vielleicht jetzt schon seit 20 Jahren gewohnt sind, weil das halt schon so eingeführt ist, dann kann man das schon machen. Das ist zulässig. Aber man kann halt keinen benutzungspflichtigen Radweg in der Tempo-30-Zone anordnen. Das heißt, da muss man eventuell die Regeln anpassen. Man muss aber zum Glück nicht den Straßenraum umbauen. Alles Weitere muss man dann im konkreten Einzelfall sehen, wie das immer im Verkehr ist. Und ein anderes grundsätzliche Sache ist noch, man darf Tempo-30-Zonen nicht im Gewerbegebiet anordnen. Genau. Wenn ihr nicht wisst, ob das betreffende Gebiet ein Gewerbegebiet ist oder ein Wohngebiet, müsst ihr vielleicht Nutzungsplan reinschauen, den kann man googeln. Der ist in allen Gemeinden, nämlich, würde ich jetzt mal frech behaupten, öffentlich einsehbar. Genau, also wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, ihr rechts vor links habt oder machen könnt, keine Ampeln da drin habt oder die dann verzichtbar werden, vielleicht durch Zebrastreifen ersetzt werden können, keine Radwege dort zwingend gebraucht werden und es auch kein Gewerbegebiet ist, dann ist es wirklich sehr einfach, dann kann die Gemeinde, hat freie Hand und der Gemeinderatsbeschluss reicht. Mehrere dieser Kriterien nicht passen, da muss man sich im Zweifelfall genau anschauen, muss aber auch nicht sofort die Flinte ins Korn werfen. Ich habe gerade noch Zebrastreifen gesagt. Ich höre immer wieder, dass gesagt wird, auch von Ämtern, in einer Tempo-30-Zone dürften keine Zebrastreifen sein. Das ist ein Irrtum in der Straßenverkehrsordnung und in der StVO VWV, in der Verwaltungsvorschrift steht drin, die sind in der Regel überflüssig. Aber da steht nicht drin, dass sie verboten sind. Das heißt, es gibt sehr wohl Tempo-30-Zonen mit Zebrastreifen. Viele in Deutschland. Gut, dann schauen wir den zweiten Fall an. Ich hatte ja gesagt, wir haben drei Fälle. Einmal die Gemeindestraßen und dann zwei Varianten von Möglichkeiten auf Hauptstraßen. Schauen wir uns die erste Variante an. Das ist streckenbezogenes Tempo 30 an sensiblen Stellen, habe ich das mal genannt, an Hauptstraßen. Also wir sprechen jetzt von Kreisstraßen, Stadtstraßen, Bundesstraßen, Vorfahrtsstraßen und nicht mehr vom gemeindlichen Nebenstraßennetz. Ne? Das ist nämlich jetzt was Neues hier. Erst seit 2017 unter dem damaligen Bundesverkehrsminister Dobrindt, muss man ausnahmsweise mal loben, hat er mal was Vernünftiges eingeführt, wenngleich er natürlich auch ohne weiteres noch gescheiter hätte sein können und einfach Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit einführen hätte können. Das wäre der Königsweg gewesen, aber immerhin hat er jetzt diese kleine Verbesserungsmöglichkeit eingeführt, nämlich im geliebten Paragraf 45.9 Nummer 6 StVO. Wenn ihr schon mal vom Landratsamt irgendwie einen ablehnenden Bescheid bekommen habt, einige haben ja im Vorfeld ja auch das zugeschickt, weil das irgendwas nicht geht. Ja, die Begründung ist, dreht sich immer um diesen Paragrafen 45.9.
So, was ist das jetzt? Tempo 30 an Hauptstraßen, an sensiblen Stellen. Sensible Stelle ist kein Fachbegriff, habe ich mir so ausgedacht, damit es in die Überschrift passt. Eine sensible Stelle, das sind Kindergärten, Kindertagesstätten, allgemeinbildende Schulen, Förderschulen, Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser. Genau diese und sonst nichts. So steht es in der Straßenverkehrsordnung drin, in dem oben genannten Paragraphen und Absatz und Nummer. Dort habt ihr die Möglichkeit, bis zu 300 Meter auf der Hauptstraße Tempo 30 anzuordnen, wenn diese Einrichtung, also eine von diesen 6 Stück oder wie viel das sind, direkten Zugang zur Straße hat. Direkten Zugang. Das ist wichtig. Also nicht, dass der Hauptzugang, sage ich mal, der Kindertagesstätte in die Nebenstraße mündet, die dann in die Hauptstraße geht. Dann geht es nicht so einfach. Sondern einfach geht's, wenn die Kindertagesstätte, der Ausgang, wenn man da rauskommt, vielleicht noch über den Hof tritt oder auch über den Schulhof tritt und dann durch das Haupttor sozusagen direkt zu der Straße geht. Dann kann man da Tempo 30 anordnen. Der Gedanke, warum dieser direkte Zugang, der Gedanke des Gesetzgebers sozusagen, der dahinter steckt oder von Herrn Dobrindt, wenn er da gedacht hat, weiß ich nicht, oder seiner Ministerialbürokratie, ist halt, dass man davon ausgeht, dass möglicherweise aus dem Kindergarten, aus der alten Pflegeeinrichtung Kinder herausstürmen, mobilitätseingeschränkte Menschen heraustreten, die vielleicht weniger achtsam sind, besonders schutzbedürftig sind und dass man denen deswegen Tempo 30 als zusätzliche Sicherheit gibt. Es gibt noch eine Ausnahme, zum Glück, denn es steht drin, wenn diese direkten Zugang zur Straße haben oder im Nahbereich starker Zielverkehr mit all seinen Begleiterscheinungen vorhanden ist. Das heißt, wenn ihr Situation habt, dass jetzt, ich bleibe mal bei der Kindertagesstätte, die nicht direkt auf die Hauptstraße mündet, sondern eben auf die Nebenstraße, so ums Eck rum quasi, aber die Nebenstraße dann gleich. Und es so ist, dass Hol- und Bringverkehr, Elterntaxi sozusagen, vielleicht auch der Krankenwagen in einem Alten- und Pflegeheim oder wie auch immer der Krankentransport, dann doch letztlich auf der Hauptstraße parken, es dort zu unübersichtlichen Situationen kommt, Leute hin und her laufen, Türen geöffnet werden, Ein- und Ausstiegsvorgänge sind, die auf der Hauptstraße in der Regel zu beobachten sind, dann geht auch Tempo 30, obwohl der Eingang nicht unmittelbar auf die Hauptstraße führt, sondern ums Eck rum irgendwie in der Nebenstraße ist. Dann geht das auch. Es gibt natürlich Sondersituationen, dass dann noch irgendwie ein Fußweg hinten durchgeht und der Kindergarten eigentlich, weiß nicht, 100 Meter abgelegen ist, aber der übliche Zufahrtsweg und Entlassstelle sozusagen oder Aufnahmestelle an dieser Hauptstraße ist und eben dort der Ziel- und Quellverkehr mit all den Begleiterscheinungen sich auf der Hauptstraße abbildet, dann könnt ihr da Tempo 30 machen. Ein Problem ist, dass ich immer wieder sehe, ist, dass es in manchen Landratsämtern offenkundig nicht so ganz bekannt ist. Also ich habe mehrere erstaunliche Ablehnungsschreiben für Tempo 30 Anträge von Gemeinden gelesen, neueren Datums, in denen auf das nicht eingegangen worden ist. Und deswegen, wenn ihr von diesen Paragraphen Gebrauch macht und die beantragt, dass jetzt vor eurer Förderschule, sage ich mal, oder vor einer allgemeinbildenden Schule Tempo 30 angeordnet werden soll wegen 4596 StVO und das Landratsamt dann sagt, nö, da ist, brauchen wir nicht, da ist kein entsprechendes Gefahrenaufkommen, dann insistiert. Da muss man sich nicht sofort geschlagen geben. Wir hatten neulich sogar einen Fall im Bayerischen Landtag, da hat jemand bis zur Petition getrieben, weil das Landratsamt sich sämtlichen Belehrungen und Austausch, oder sagen wir nicht Belehrung ist das falsche Wort, den sämtlichen Austauschen und Dialogen widersetzt hat und immer gesagt hat, nein, 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 das gibt die StVO nicht her. Dann hat der entsprechende die Gemeinde das zu eine Petition an den Bayerischen Landtag gebracht und gesagt hat, lieber Landtag, entscheide du, wir haben doch Recht. Na, die hatten auch Recht. Und das Amt hat geirrt. Das kann sein. Wo gehobelt wird, da fallen Späne und Irren ist menschlich, heißt so schön. Das kann natürlich auch einmal am Landratsamt passieren, bei allem Respekt vor den Mitarbeitenden, die dort arbeiten, aber niemand ist unfehlbar. Deswegen schauen wir uns das vielleicht noch ganz, ganz genau an, wie das formuliert ist. Ich hatte neulich jetzt wieder einen Fall, den mir jemand geschickt hat, da hat man nur
die StVO angeschaut. Also das Landratsamt hat nur die Straßenverkehrsordnung selber angeschaut, nämlich diesen Paragraphen, den ich euch gerade auf der vorherigen Folie gezeigt habe, hat aber nicht die Durchführungsverordnung sozusagen angeschaut, also die VWV-StVO, die Verwaltungsvorschrift, wollte ich sagen, die Verwaltungsvorschrift zur StVO. Und in der ist das nämlich nochmal präzisiert. Und da steht das nochmal ganz genau drin. Und da steht sogar drin, dass innerhalb von geschlossenen Ortschaften, auch an Hauptstraßen eben, die Geschwindigkeit auf Tempo 30 zu senken ist. Da steht nicht, dass sie gesenkt werden kann oder gesenkt werden soll, sondern da steht tatsächlich drin, sie ist zu senken. Das ist eine Muss-Vorschrift. Das heißt, dieses entsprechende Landratsamt, in dem ich mich da im Verkehrsausschuss aufgrund der Petition auseinanderzusetzen hatte, das war auch der Streitpunkt, weil die gesagt haben, nö, die StVO gibt es nicht her. Und wir haben immer gesagt, ja, aber die VWV, da steht drin, sie müssen das tun. Sie können ja noch nicht mal wählen, sie müssen das tun, weil die Einrichtung einen direkten Zugang hat oder eben diesen starken Ziel- und Quellverkehr an der Stelle hat. Und da steht dann auch noch drin, wenn man sich das durchliest, dass nur im Ausnahmefall davon abgesehen werden kann. Das muss gemacht werden. Und da reicht euch aber, ihr müsst hier keine juristischen Auseinandersetzungen führen als Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. Es reicht der Gemeinderatsbeschluss, das Landratsamt wird ihn in aller Regel genehmigen, wenn entsprechende Voraussetzungen da sind. Nur wenn der ablehnende Bescheid kommt, dann schaut man sich den halt einmal genauer an. Vorher muss man sich da gar nicht reinfuchsen. Ich möchte euch halt nur so ungefähr den Rahmen abstecken, in dem wir uns bewegen. Das war der zweite von drei Fällen. Jetzt kommt nur der letzte und dann sind wir auch schon durch. Das letzte ist das streckenbezogene Tempo 30 an, wenn ich eine Hauptstraße habe und ich habe keinen Kindergarten und keine Schule und so weiter und so fort, sondern und will trotzdem Tempo 30. Dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn eine besondere Gefahrenlage ist oder wenn es hier besonders laut ist, also Emissionen überschritten werden oder die Luftschadstoffe sehr stark sind. Das ist aber in der Regel nur in Großstädten der Fall. Dieser Fall ist in Bayern relativ häufig, selten, in Baden-Württemberg häufig. Vielleicht ist euch das schon einmal aufgefallen, wenn man mit dem Auto nach Baden-Württemberg fährt. Anne-Marie stammt aus Baden-Württemberg und kann das wahrscheinlich bestätigen. Wenn man nach Baden-Württemberg fährt, dann stellt man fest, dass in wahnsinnig vielen, fast im Regelfall, auf der Durchgangsstraße, wenn mit dem Ortsschild Tempo 30 beginnt. Das ist in Bayern nicht, ganz, ganz selten, bei uns in Baden-Württemberg häufig. Wie kann das sein? Die haben ja dieselbe Straßenverkehrsordnung, ist ja Bundesgesetz. Das kommt deswegen, weil Baden-Württemberg die Behörden angewiesen hat, mit dem sogenannten Kooperationserlass, das entsprechend großzügig auszulegen, den Ermessensspielraum entsprechend ausgeweitet hat für die Straßenverkehrsbehörden. Und deswegen ist es dort erleichtert möglich, in Bayern leider nicht. Wir sind jetzt nicht in Baden-Württemberg, insofern interessiert uns der Fall dort nicht weiter. Was aber gilt, geht in Bayern in seltenen Fällen, das ist sich auf den Absatz 1 in Paragraph 45 StVO zu berufen, nämlich eben besondere Gefahrenlage oder Emissionsüberschreitung, was in der Regel dann am ehesten der Lärm ist. Das ist sehr selten und schwer nachzuweisen. Da muss man ins Detail gehen, das führt an der Stelle zu weit. Was auch noch geht, das ist, da steht auch expresses Verbis in der Straßenverkehrsordnung drin. Es lohnt sich übrigens für euch, wenn ihr da, bevor ihr einen Antrag schreibt, lest euch den 45er einfach mal durch. Kann man einfach googeln, steht im Internet. Einfach mal lesen. Das ist schon sehr erhellend. Ist auch verständliches Deutsch sogar. Man kann noch auf Tempo 30 dringen und argumentieren, wenn man eine sehr hohe Dichte im Fußverkehr mit hohem Querungsbedarf hat, also zum Beispiel in so einer Geschäftszone, Ortstour, man stelle sich vor, Staatsstraße, Bundesstraße quert Dorfzentrum, Kleinstadtzentrum und das links und rechts Geschäfte, viele Leute und so weiter, aber halt keine Schule, kein Krankenhaus etc., sodass man von 2a nicht Gebrauch machen kann, in dem vorherigen Fall, dann kann man eventuell damit argumentieren, dass hier so viel Querungsbedarf ist, so viel Verkehrsaufkommen, Fußrad, dass auch Tempo 30 geht. Selten. Was auch geht, das ist, wenn sehr viel Radverkehr auf der Straße ist, aber eine eigene Radverkehrsanlage, also ein Schutzstreifen vor allem, aber ein Radfahrstreifen oder gar baulich getrennter Radweg einfach nicht Platz hat, Fallbeispiel wieder enge Ortsdurchfahrt, auch dann kann es sein, dass Tempo 30 die richtige Lösung ist und beim Landratsamt durchgeht, um die Radfahrenden zu schützen. Selten kann passieren, dass man damit durchkommt.
Lärm. Ganz, ganz selten, dass man damit durchkommt, weil die Richtwerte so hoch sind. Erstens sind es keine harten Grenzwerte, sondern nur Richtwerte und die sind sehr hoch. Genau. Wenn man sich da nicht sicher ist, ihr müsst euch da nicht in die juristischen Paragraphen hineinfuchsen. Das Gescheitste ist, stellt einen Antrag im Rat auf Prüfung, das möge geprüft werden, ob. Dann werden die zuständigen Fachleute in den Behörden sich das anschauen und werden eine Stellungnahme dazu abgeben. Und wenn die Stellungnahme vorliegt, schaut man sich die kritisch an. Und wenn man damit nicht zufrieden ist, muss man sich ja eine gleich geschlagen geben. Wenn das alles nicht hilft, muss man immer noch nicht ganz aufhören, aber dann wird es wirklich ganz schwierig und unwahrscheinlich, dass man durchkommt. Vor der Übernahme der, oder vor der grünen Regierungsbeteiligung sozusagen, die auf Bundesebene die StVO ändert, dann wird es hoffentlich leichter. Aber bis dahin aber noch die Möglichkeit, man kann einen Lärmaktionsplan prüfen, dass die Gemeinde eine Lärmaktionsplanung macht und vielleicht feststellt, es ist doch zu laut an bestimmten Stellen und es ist nicht anders, die Lärmrichtwerte einzuhalten, als durch langsameres Fahren. Allerdings haben wir ja gesehen, so, es bringt was, aber jetzt nicht den Riesensprung an Lärmunterschied. Ein bisschen was bringt es aber. Wenn man ganz knapp über der Grenze ist, kann man damit vielleicht runterkommen und so argumentieren. Dann kann man noch eine Verkehrszählung durchführen. Wenn das Landratsamt sagt, das ist uns nicht bekannt, dass da Gefahrenpunkt wäre, dann kann man mal darauf dringen, dass die Gemeinde den Fuß- und Radverkehr zählt. Also ein Gutachter bestellt und das zählen lässt. Vielleicht stellt man fest, Mensch, das sind doch ganz schön hohe Zahlen an Fuß- und Radverkehr, aber auch da gibt es keine feste Grenze, ab der dann eine Tempo 30 anzuordnen ist. Aber da kann man sich einfach noch Argumente beschaffen und nerven und drängeln und argumentieren. Wenn es auch sehr stark urbaner Raum ist, kann man mal eine Schadstoffmessung prüfen, aber davon verspreche ich mir ehrlich gesagt wenig. Das sind dann vor allem im urbanen Raum oft doch deutlich höhere Geschwindigkeiten. Da geht es darum, um bei Ausfallstraßen von 80 auf 60 zu kommen oder so, aber nicht 50, 30, sehr selten. Genau, und was man noch als allerletztes probieren kann, das ist einen temporären Verkehrsversuch. Da gibt es nämlich einen Ausnahmeparagrafen in der Straßenverkehrsordnung, dass man zum Beispiel mal für ein Jahr oder ein halbes Jahr begleitet von einer Evaluation und von einer Messung ein bestimmtes verkehrsbeschränkendes Instrument, eben Tempo 30, ausprobiert. Und von einem begleiten lässt, eben von einem Gutachter oder so, und das dann am Schluss auswertet, hat es jetzt geholfen, die Verkehrsprobleme zu verbessern oder macht es keinen Unterschied. Das kann man auch mal ausprobieren. Genau. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn ihr jetzt nicht durchkommt, seid nicht frustriert, nicht weinend aufhören. Das Thema ist eins, das im ganzen Land präsent ist. Ihr könnt damit auch für euch selber und für eure Ratsarbeit werben, Aktionen machen, punkten, Profil gewinnen, indem ihr für Lebensqualität, Verkehrssicherheit und saubere Luft eintretet. Ich habe schon gesagt, wir Grüne wollen deutlich mehr Möglichkeiten für die Kommunen in der Straßenverkehrsordnung. Das lese ich jetzt nicht vor, das findet ihr dann in den Unterlagen. Heuer bietet es sich an, dieses Thema zu spielen. Das Fazit, wir kämpfen vor Ort für Verkehrsberuhigung und im Bund für eine bessere Straßenverkehrsordnung. Und eure Optionen sind, innerorts auf Nebenstraßen möglich, das sollte Tempo 30 eigentlich auch selbstverständlich sein, an Hauptstraßen und sensiblen Stellen wie Krankenhäuser, Kindergärten, Kitas und so weiter ist es relativ unkompliziert möglich auf maximal 300 Metern, wenn der direkte Zugang da ist oder eben wie geschrieben wenigstens der Hohlbringverkehr und so auf der Hauptstraße zu Unruhe führt. Oder im dritten Fall ist es in Bayern halt relativ schwierig an Hauptstraßen ohne sensible Einrichtungen. Zum Abschluss noch Literatur. Auch das findet ihr ja dann in der Präsentation. Ich möchte eins von diesen ganzen Dingen hervorheben. Das hilft mir auch immer wieder sehr. Das ist vom VCD. Ich glaube, anwesend ist auch mindestens eine Person vom VCD-Landesvorstand, Niklas Dehne, vielleicht auch noch weitere. Ich konnte jetzt nicht so schnell schauen in der Teilnehmerliste. VCD ist eine wunderbare Organisation. Die hat hier ein Papier herausgegeben. Das ist auch das erste in der Liste, Tempo 30 Soforthilfepapier. Da findet ihr all das, was ich gesagt habe und noch viel mehr Details, schön und übersichtlich zusammengestellt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war interessant und hilft euch weiter. Spätestens dann die Präsentation, wenn ihr sie in Händen habt. Vielen Dank.